Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, Zuhörer, liebe Freunde, liebe Menschen da draußen zu unserem kleinen Jahresabschluss hier im Campusradio. Ich bin Lukas und ich bin heute hier mit... Hallo, ich bin's, die Lara. Und naja, wir haben uns in unserer Quarantäne mal so... Wir haben uns ein bisschen schick gemacht in unserer Quarantäne. Ganz bisschen. um feierlich das Jahr ausklingen zu lassen, feierlich in die Weihnachtszeit jetzt endgültig zu starten, denn ihr seht das alles ja an Heiligabend, am 24. Wir nehmen aber am 22. auf. Und weil dieses sehr, sehr lange, sehr, sehr anstrengende Jahr 2020 endlich sich langsam dem Ende zuneigt, dachten wir, blicken wir so ein bisschen zurück, schauen so ein bisschen auf die nächsten paar Wochen, reden vielleicht sogar noch über unsere Sachen, die wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben und ja, lassen das Jahr ganz entspannt mit euch zusammen da draußen ausklingen. Eventuell kommen noch Leute dazu, wir wissen es nicht, aber die Leitung ist auf jeden Fall mal offen und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar interessante Gäste. Ganz genau. Wie war denn dein Jahr, Lara? Ja, mein Jahr, außer dass ich Kilos zugenommen habe. Ich glaube, haben wir gefühlt alle. Ich glaube auch. Also ich glaube, nur die wenigsten haben tatsächlich dieses Jahr irgendwie Kilos abgenommen. Ja. Obwohl ich versucht habe, Sport zu treiben, habe ich es nicht geschafft, der Schokolade zu entsagen. Und ja, so ist es dann trotzdem passiert. Nee, aber obwohl das Jahr natürlich auch viele negative Seiten hatte, hat das auch meiner Meinung nach einiges positiv, also einiges, was positiv war. Wenn ich sofort zurückdenke, waren meine Highlights auf jeden Fall erstmal, ich bin umgezogen dieses Jahr und zwar in eine Wohnung, in der ich mich im weiten Wohler fühle. Ich wohne mittlerweile, also ist richtig toll hier. Ich liebe es hier zu wohnen. Ich habe einen Vermieter, der uns sogar was zu Weihnachten geschenkt hat. Und wer kann schon sagen, dass er Vermieter hat, der einem was schenkt? Meistens ist es nicht so. Und meistens eher andersrum. Ganz genau, ganz genau. Und da kann ich auf jeden Fall nur sagen, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo ich sehr, sehr dankbar drüber bin. Es hat anfangs nicht ganz so gut angefangen. Wir mussten mitten im ersten Lockdown umziehen, was das Ganze etwas anstrengend gemacht hat, weil wir keine Hilfe annehmen konnten in dem Moment. Ja. Sodass wir das alles zu zweit alleine gemacht haben. Aber schlussendlich haben wir es geschafft. Wir haben es mittlerweile hier richtig eingelebt. Wir wohnen richtig gerne hier. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und ja, was als nächstes auf jeden Fall mit bei mir auf meiner Highlight-Liste steht, ist tatsächlich unser Couch-Austausch. Wir haben sehr, sehr lange darüber gesprochen, mit dem Campus Radio irgendwas Podcast-mäßiges aufzuziehen. Es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Und durch die ganzen Umstände dieses Jahr hatten wir dann irgendwann ja keine andere Möglichkeit, als es irgendwie so aufzuziehen. Und das hat mich sehr gefreut. Es macht super viel Spaß, das Format. Es hat auch, glaube ich, schon ein bisschen Erfolg, wenn ich so zurückdenke. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir das auf die Reihe gekriegt haben, dass wir das so machen und dass das auch immer noch nach dem ersten Semester immer noch weitergeht. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich freut das sehr auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch irgendwie so das Gefühl, dass, ja, wie sagt man es denn, die Not hat uns sehr erfinderisch werden lassen. Mhm. Und ich erinnere mich noch, weil... Wir sprechen ja gerade so ein bisschen als Campusradio-Referenten AD. Wir haben das jetzt einer neuen, jungen Generation übergeben. Und wenn ich jetzt, deswegen eigentlich gerade ganz witzig, dass wir beide hier sitzen und so Nähkästchen plaudern können. Aber nee, wir haben da schon viel also gesehen, dass wir da einfach dadurch, dass wir unser Studio nicht mehr benutzen konnten, super kreativ geworden sind und im Prinzip dann direkt
mit einem veränderten Sendekonzept, verändert einfach coole Sachen gemacht haben und wir, glaube ich, auch echt ein super gutes Team haben und hier deswegen auch hier erstmal für alle, die heute nicht da sein können, denn ich weiß, ein paar müssen arbeiten in der Nachtschicht, ein paar sind schon bei ihren Familien und anderweitig beschäftigt, deswegen auch hier ein Shoutout an das beste Team, das man sich wünschen kann. Ja. Ja, also Not macht erfinderisch und bei uns kann ich halt echt nur sagen, natürlich vermisse ich es, im Studio zu sitzen, aber mein Gott, hatten wir gute Sendungen dieses Jahr. Oh ja, oh ja. Da muss ich auch absolut sagen, Props an all die Leute, die jede Woche eigene Sendungen immer noch in unsere Mixcloud reinladen. Also auch, wenn ihr mal was anderes hören wollt, als den Culture-Austausch. Vor allem, wenn ihr hören wollt. Genau, vor allem, wenn ihr hören wollt. So nebenbei, dann schaut doch einfach mal auf unsere Mixcloud vorbei. Da werden jede Woche immer noch regelmäßig super coole Sendungen hochgeladen. Und dass die Leute immer noch so motiviert sind, ohne Studio trotzdem Sendungen aufzunehmen, in einer mehr oder weniger guten Qualität auch. Also es ist vielleicht nicht immer Studioqualität, aber da sind auch richtig, richtig qualitativ sehr gute Sendungen mit dabei. Und da muss ich auch echt sagen, danke, ich freue mich super, dass die Leute so motiviert sind, das zu machen. Und ich habe auch einiges Neues dadurch dieses Jahr kennengelernt, zum Beispiel K-Pop. Unsere gute Julie hat mich nämlich da ein bisschen reingebracht und mittlerweile höre ich das tatsächlich auch ziemlich viel. Ja, also ich weiß nicht, du kommst halt einfach dadurch durch dieses, okay, wer kann wo mal einspringen, wir müssen die und die Sendung und das können wir von zu Hause aus machen. Du kommst mit so vielen verschiedenen Sendungen in Kontakt, wo du halt zwar vorher immer wusstest, okay, das passierte, aber das ist jetzt nicht so direkt meins. Also, ja, ich glaube, so ein bisschen dieses große positive Thema Chancen sehen, trotz allem, was dieses Jahr halt nicht so läuft, wie es laufen soll. Ich glaube, das ist halt, so dieser Beweis nochmal dafür, dass auch wenn es draußen düster aussieht und man irgendwie das Gefühl hat, die Welt spielt verrückt, dass man sich halt immer auf die Leute um sich herum verlassen kann und die dann auch immer auf kreative und auf andere Arten und Weisen man immer super überrascht wird. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ein weiteres Highlight tatsächlich meines Jahres hat auch mit dem Campus Radio tatsächlich zu tun. Und zwar wäre es unser Pen and Paper. also da nochmal Props an dich. Für die, die es nicht wissen, bei uns auf dem Kanal könnt ihr auch die ersten beiden Folgen schon von unserem Pen and Paper finden. Das Ganze heißt Trier bei Nacht. Und es macht mir immer wieder Spaß, Pen and Paper zu machen, also da mitzuspielen sowieso, aber vor allem auch fürs Campusradio, weil das immer so eine Sache ist, weil die Spieler, also man kann es schon fast so wie Teambuilding sehen, meiner Meinung nach, weil man einfach durch dieses Zusammenspielen, durch dieses Zusammencharaktere schlüpfen und dieses Abenteuer erleben, einfach den Leuten aus der Gruppe immer noch näher kommt. Und genau, und das ist einfach etwas, was mir immer sehr viel Freude bereitet. Und wir haben ja da meiner Meinung nach auch den besten Spielleiter der Welt. Oh Gott, und, ich bin nicht der beste Spielleiter der Welt, aber vielen, vielen Dank. Du bist auf jeden Fall immer noch für mich der beste Spielleiter. Ich habe noch bis jetzt mit fast niemandem gespielt, der da annähernd rankommt. Ich habe natürlich auch meinen Freund, der das ganz gut macht. Aber ohne dich wären wir auch gar nicht so in diese Welt da so reingekommen. Und deshalb muss ich auch immer wieder sagen, dass das Pen and Paper auf jeden Fall auch eines meiner Highlights dieses Jahr ist. Und das geht dann noch weiter, von daher kann ich mich auch noch nächstes Jahr drauf freuen. Deswegen, wir sind gerade so ein bisschen Sachen am Umorganisieren. Ein paar coole Sachen, die dann hoffentlich in den nächsten Folgen kommen, sind gerade so im Hintergrund am Laufen. Aber ab Januar geht es dann weiter, deswegen dürft ihr gespannt sein. Oh ja, ich bin es auf jeden Fall auch. Aber ja, das ist halt auch irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist und das ist auch, glaube ich, jetzt was wir bei dir sehr gut zu zweit besprechen können, weil wir halt hier da ja schon ziemlich weit drin hängen. Ich habe dieses Jahr, hat man einfach wieder dadurch, dass man so viel Zeit hat, in Anführungszeichen. Also man hat als Student immer Stress, aber dadurch, dass man halt so wenig Möglichkeiten hat, irgendwie was groß zu unternehmen, mal auszugehen oder Gottes Willen,
ins Kino zu gehen oder sonst was. All diese Möglichkeiten. Man hat halt so viel allgemein schon an Kommunikation dann online gehabt und dann sind gerade so, ich spiele halt so 2, 3 Online-Pen-and-Paper-Runden und ja, wir haben, glaube ich, dieses Jahr so viel gespielt wie in den 2 Jahren davor zusammen. Also einfach, weil einfach die Möglichkeiten so da waren und man einfach so viel schneller auch gesagt hat, okay, ich sitze sowieso zu Hause. Ja. Dann lass uns das doch, lass uns die Zeit doch mit Freunden verbringen und die Welt draußen sieht relativ düster aus, dann lasst uns irgendwelche Heldengeschichten erleben. Genau, genau. Also ich glaube auch, ich habe dieses Jahr 4 verschiedene Abenteuerrunden tatsächlich sozusagen angefangen. Natürlich nicht immer mit ganzen Kampagnen, oft sind es halt eher so One-Shots, aber ich habe 4 Charaktere dieses Jahr schon alleine gespielt. Und gut, ich bin natürlich auch erst so, ja, vor einem Jahr ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr, so richtig in die ganze Szene reingekommen. Aber durch dieses Jahr hatte man auch echt die Chance, da richtig gut einzusteigen in das Ganze. Ja, es hat auf jeden Fall mein Jahr sehr geprägt, diese ganzen Pen-and-Paper-Runden, und haben das Ganze auch ein gutes Stück, ja, schöner gemacht und ereignisvoller auf jeden Fall, weil ich habe sehr viele Abenteuer erlebt, ohne mich viel bewegen zu müssen. Vorteil. Genau. Und wir haben da tatsächlich auch sehr, sehr viele Freunde dann mit in dieses ganze Pen and Paper mit reingezogen. Wir infizieren sie alle, weißt du, so nach und nach, ja. Ganz genau. Und es ist echt schön, auch Leute zu haben, die sich vorher niemals hätten vorstellen können, irgendwie sowas zu machen und die mittlerweile leidenschaftlich sich regelmäßig mit uns treffen, um da Pen and Paper, also Pen and Paper zu spielen. Das sind meistens eher kleinere Runden, die sind meistens immer so zu viert. Das muss natürlich auch alles, wenn man sich mal persönlich trifft, natürlich auch alles konform bleiben. Ne? Natürlich. Aber das war echt cool. Also da haben wir sehr viele Leute mit reingebracht, die da echt Freude auch dran gefunden haben. Und das ist halt auch das Schöne daran, auch anderen Leuten irgendwie da Freude zu bereiten, indem man sie da mit auf Abenteuer nimmt. Deswegen, also ich habe allgemein das Gefühl, dass das dieses Jahr nochmal ein Stück weiter explodiert ist, als es halt in den letzten Jahren sowieso schon ist. Also allein in den letzten paar Wochen habe ich, glaube ich, gesehen, dass 4 oder 5 neue gestreamte Kampagnen von irgendwie Schauspielern oder Leuten, die ich halt kenne, die halt so Nerd, einfach Nerd sind, so wie wir, sind 5 oder 6 neue Sachen gekommen. Ich habe jetzt gesehen, dass also ein paar Schauspieler von Stranger Things spielen gerade eine Pen-and-Paper-Runde mit dem Autoren von, also mit dem Chefautoren von Dungeons and Dragons Regelwerk. Wie cool. Da spielt hier David Harbour, der den Sheriff spielt. Zwei von den Jungs und hier die Schauspielerin, die ich sehr mag, aber deren Name mir nicht mehr einfällt, die Nancy spielt, also die große Schwester. Wir spielen halt jetzt auch, wird auch gestreamt. Ich glaube, jede Woche kommt eine neue Folge. Cool, da muss ich gleich mal reinschauen, auf jeden Fall. Es ist echt verrückt. Also ich habe zwischendurch, gab es auch mal irgendwas mit Schauspielern, also mit irgendwie Hollywood-Schauspielern, die sich dann irgendwie für einen guten Zweck zusammengesetzt haben. Ich glaube sogar, dass einer von den US-Präsidentschaftskandidaten irgendwo bei einem, also ein demokratischer Kandidat hat sich auch irgendwo mal in eine Pen-and-Paper-Runde reingesetzt. Also ja, wir Nerds, wir regieren anscheinend die Welt bald. So langsam schon, das stimmt. Also es ist echt verrückt zu sehen, wie viele Leute halt auch, sage ich mal, ältere Leute einfach als wir, die halt in den 80ern groß geworden sind, mittlerweile das wieder ausleben und ja, da ihre Freude dran haben und das auch einfach so Anklang in der Gesellschaft findet. Ich meine, gut, meine Mama und mein Papa verstehen doch immer nicht, was Pen and Paper ist, egal wie oft ich ihnen das erkläre oder versuche zu erklären. Aber dennoch findet es sehr viel Anklang und vor allem, sage ich mal, in unserer Generation, ja, ist das auf jeden Fall etwas, wo ich nie dachte, dass das wieder so populär bei uns wird. Also ja. Ich meine, so Dungeons & Dragons hat man ja schon früher mal gehört. Ich wusste auch immer ungefähr, was das Konzept ist. Ich konnte mir aber nie richtig vorstellen, wie das ist oder wie viel Spaß das machen könnte. Und ich habe halt auch nie gedacht, dass das dann irgendwie nochmal so Anklang finden würde. Und
ich denke, dass da auch vor allem halt diese ganzen bekannteren Pen-and-Paper-Spiele, Spieler, ob es jetzt Critical Role, ob es jetzt irgendwelche Regisseure sind und Schauspieler oder ob es einfach nur die Rocket Beans sind, aber dass die halt diesen ganzen Trend wieder sehr entfacht haben. Und das finde ich halt, ja, ist richtig cool. Deswegen, ich glaube, das ist halt auch einfach so ein bisschen so diese Reaktion, dieses, ja, in dieser Zeit, wo wir alle so voneinander irgendwie getrennt sind, sei es räumlich, sei es, ja, vor allem räumlich halt, diese Möglichkeit zu finden, halt, wie können wir trotzdem was Soziales miteinander machen? Und Genau. nicht nur eben irgendwie so einen Abend mit guten Getränken vor Zoom oder Skype oder sonst was, sondern hey, diese ganzen coolen Sachen, einfach mal das, was wir gemacht haben, wie Spieleabend oder sowas, dass das sich halt alles auch gezeigt hat, okay, wir können das auch über die Distanzen hinweg einfach als so ein bisschen als Gegenreaktion gegen dieses Isolationsempfinden. Genau. Denn ich denke mal, auch wenn ihr beide, du wohnst mit deinem Freund zusammen, auch wenn das halt bei euch nochmal was anderes ist als bei mir, der jetzt hier eine Wohnung für sich alleine hat, ich kenne viele Leute, die halt dieses Jahr halt auch viel Zeit mit sich selbst verbracht haben, teilweise eben entweder super produktiv waren oder irgendwie krass angefangen haben, irgendwie auch zu Hause Sport zu machen und alles, oder halt mal locker das Pensum von 2 oder 3 Semestern über in diesem Jahr durchgezogen haben. Und dann kenne ich andere Leute, die halt echt hart am Struggeln waren. Ich war selbst zwischendurch, also ich habe gemerkt, dass ich auch gerade so in der ersten Jahreshälfte, wo man halt so von jetzt auf gleich da so reingeworfen wurde, also das geht schon aufs Gemüt oder das ging schon aufs Gemüt. Auf jeden Fall. Und dann halt einfach so diese Möglichkeit zu haben, hey, wir haben irgendwie Kontakte zu Leuten und lasst uns einfach mal jetzt mal Eskapismus auf die beste Art und Weise die nächsten 5, 6 Stunden, 8 Stunden machen. Also es ist halt einfach nur, ja, wir können es echt nur empfehlen für alle, die da jetzt draußen zugucken. Fangt an, Pen and Paper zu spielen und wenn ihr irgendwie nicht so die Leute in eurem Bekanntenkreis habt, dann fragt, keine Ahnung, okay, die Game Stores vor Ort sind momentan auch zu, aber es gibt so viele Internetforen, es wird so viel momentan online gemacht. Facebook-Gruppen kann ich tatsächlich Facebook. nur empfehlen. Da Ja. werden sehr, sehr viele Spieler gesucht für Online-Runden oder so. Da kann man sich auf jeden Fall immer mal melden. Und falls ihr noch immer nicht genau wisst, was Pen and Paper ist, dann kann ich euch nur unseren Podcast von vor ein paar Monaten empfehlen, wo Oh ja. Lukas, Janina und ich ein bisschen darüber sprechen und Lukas und ich euch wenigstens versuchen, ein bisschen zu erklären, was Pen and Paper Deswegen, ich ist. glaube, wir feiern es mehr, als dass wir es wirklich konsequent erklären, aber das ist der Journalismus, den ihr da draußen vom Campus Radio erwarten dürft. Ja, apropos Journalismus, eigentlich eine sehr, sehr schöne Überleitung. Oh. Ein anderes Highlight wäre nämlich tatsächlich mein Praktikum dieses Jahr. Ich bin gerade mitten im Praktikum. Das mache ich beim City Radio Trier. Da bin ich echt froh drüber, dass das wenigstens geklappt hat dieses Jahr, weil da hatte ich echt Schiss, dass das auch alles ins Wasser fallen würde und mein Studium noch verlängern würde. Aber schlussendlich hat das ja alles geklappt. Und ich muss da echt sagen, dass ich da eine super Stelle gefunden habe, wo mir die Arbeit richtig, richtig Spaß macht. Jetzt arbeite ich fast 2 Monate da und die Zeit ist verflogen wie im Nu. Ich habe da neue Freunde kennengelernt, mit denen ich auch echt mittlerweile schon, ich werde jetzt nicht sagen, sind jetzt so zusammengewachsen, aber mit denen ich mich richtig wohlfühle und die ich auf jeden Fall auch nach meinem Praktikum weiter meine Freunde nennen werde. Und es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich bin tatsächlich auch in einem Radio im Praktikum. Und wer es genau wissen will, beim City Radio Trier, ey, könnt ruhig einschalten. Nee, mach ein gutes Programm. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Musik. Das sagen wir auch immer wieder in unserem Programm. Aber es macht, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, ich habe ja schon beim Campusradio gemerkt, dass mir die Arbeit Freude bereitet. Aber das dann halt, sag ich mal, in einem professionellen Rahmen dann doch zu machen oder mal kennenzulernen, ist auch richtig cool.
Wir hatten natürlich auch eher härtere Wochen. Ich meine, ich war tatsächlich genau in dem Moment halt auch im Praktikum, als das alles hier in Trier passiert ist, was da am Anfang Dezember passiert ist. Wir müssen jetzt nicht großartig weiter drüber reden, aber es hat einfach, ich habe so ein bisschen auch die Höhen und Tiefen bei so einem Job tatsächlich kennengelernt dadurch. Ich habe ja bessere Momente und anstrengendere Momente mitgemacht mittlerweile schon. Und trotzdem macht es mir immer wieder noch, also immer noch Spaß. Und das muss ich halt einfach sagen, das ist auch ein Highlight für mich dieses Jahr gewesen, diesen Job kennenzulernen, diese Leute kennenzulernen, da mitarbeiten zu dürfen. Und ja, vielleicht werde ich mein Praktikum noch ein bisschen verlängern, aber das muss man noch besprochen werden. Aber ja, das zeigt es doch wieder, dass auch wenn es in diesem Jahr halt echt immer wieder so, also immer wieder noch eins drauf gefühlt. Also auf jede gute Nachricht kommt nochmal eine schlechte und auf jede schlechte Nachricht kommt eine schlimmere. Und da zeigt es aber nochmal, dass unsere Highlights halt die Sachen sind, die uns halt Struktur geben, die uns Halt geben, die uns irgendwo halt sozial irgendwo einbinden, eben da, wo man halt einfach wieder merkt, okay, gerade im Angesicht von dieser großen dunklen Wolke, die 2020 nun mal einfach ist, Ja. sowohl im übertragenen Sinne als auch wahrscheinlich in allen Waldbrandsgebieten und so weiter sowieso, da zeigt das auch wieder im Angesicht von sowas, ja, da halten die Leute zusammen im besten Fall und ja, die Highlights sind halt die Momente, wo halt Gemeinschaft da ist. Ja, und ich finde vor allem in so einem Jahr oder bei so einem Jahr, wie wir es jetzt hatten, ist es sehr wichtig, einfach mal darüber nachzudenken, okay, was gab es Schönes dieses Jahr? Dieses Jahr hatte nicht nur negative Seiten. Ja. Und es bringt auch nichts, sich die ganze Zeit nur negativ eingestellt zu sein bei diesem Jahr, also in diesem Jahr. Man muss einfach da mal zu schätzen wissen, woran man Freude hat und was einem Freude bereitet hat. Und einfach an diese Dinge zu denken, wenn man an das Jahr 2020 denkt. Ich habe auch die Nähe zu meinen Freunden viel mehr zu schätzen, also schätzen gelernt. Ich weiß zum Beispiel, wir haben unseren besten Freund, mein Freund, der hat im November Geburtstag. Seitdem versuchen wir, unseren besten Freund endlich mal wiederzusehen. Die ganze Zeit kam irgendwas dazwischen, ob jetzt Arbeit, dann erkältet, Verdacht auf Corona und dann schlussendlich, ja, mein Sohn hat Corona. Also nicht mein Sohn, aber der Sohn unseres Freundes. Und ja, dass ich das bis jetzt alles, es wird wahrscheinlich erst Silvester werden, bis wir uns wirklich endlich mal wiedersehen und unsere Pen-and-Paper-Runde fertig, also weiterspielen können, schlussendlich. Aber ja, man lernt es endlich auch mal ein bisschen zu schätzen mehr, weißt du, sonst hat man sich halt wirklich regelmäßig gesehen und in so einem Jahr merkt man einfach mal, ja, okay, es ist nicht so regelmäßig, aber diese Momente, die man dann zusammen hat, die genießt man dann auch im Teil noch viel mehr. Das auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt einfach mal so an die letzten Monate zurückdenke, ist bei mir halt auch so diese Momente, die du halt mit deinen Leuten verbringst, auch so dieses, ja, was man irgendwie gerade in diesem schnelllebigen Studentendasein halt irgendwie so sieht, sowas wie einfach mal, okay, man kann nichts machen. Das Beste, was man gerade machen kann, ist wirklich mal einfach mal 2, 3 Stunden spazieren gehen irgendwo an der Mosel, durch die Weinberge oder die Wanderwege hinten an der, naja, nicht von mir aus gesehen auf der anderen Moselseite, von dir aus gesehen ein Stück weiter im Norden. Aber ja, also ich weiß es nicht. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man so die Sachen sich drüber nachdenkt, was nimmt man aus diesem Jahr so mit, dass man dann halt auch so ein bisschen so ein, ja, entschleunigen, so ein bisschen ein, es muss nicht immer schnell und viel und alles, sondern man muss auch mal die Momente genießen lernen. Genau, das auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, auch echt was, zumindest aus meiner Sichtweise, das war was, was ich auch richtig wieder lernen musste. Jetzt, wo ich halt so im Prinzip von 180 auf minus 10 abgebremst wurde, gefühlt. Da muss ich erstmal wieder mich orientieren. Und ich glaube, das ist auch viel, was mich gerade so dann in der ersten Jahreshälfte so
aus dem Takt gebracht hat. Dieses, okay, von jetzt auf gleich irgendwie versuchen, alles irgendwie umzuorganisieren in der Struktur, die man als Student ja sowieso so gut wie nicht hat, aber dann ganz plötzlich alles digital, Seminare, die teilweise komplett in Abwesenheit stattfinden. Mhm. Also das waren alles so Sachen, wo ich zu 100% nachvollziehen kann, warum da viele Leute dran gestruggelt haben. Und jetzt in der zweiten Jahreshälfte ist es halt echt so mehr so dieses, gerade so jetzt im zweiten Lockdown, ist so dieses, okay, wir wissen, was auf uns zukommt, wir kommen damit zurecht. Es ist ärgerlich, aber irgendwie habe ich jetzt nochmal das Gefühl, dass die Leute noch mehr die Zähne zusammenbeißen und noch mehr sich dagegen stemmen irgendwie. Also im positiven Sinne, jetzt nicht im dagegen stimmen, gegen den Lockdown stemmen, denn das sind Idioten, sondern einfach diejenigen, die sich halt dagegen stemmen im Sinne von, nee, wir finden jetzt Möglichkeiten, trotzdem irgendwie unser soziales Leben aufrechtzuerhalten. Wir finden jetzt Möglichkeiten, coole Sachen zu machen, auch wenn wir halt zu Hause festhängen erstmal. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Und was ich tatsächlich sehr krass fand dieses Jahr, ist, wie man tatsächlich manche Leute kennengelernt hat. Man hat auf einmal Seiten von Leuten kennengelernt, die man so niemals gedacht hätte. Ja. Es hat bei manchen hat es eher das Gute, bei manchen eher das Schlechte hervorgebracht. Je nachdem, von welcher Seite man auch schaut, ist es vielleicht umgekehrt. Aber wie du schon sagst, ich muss auch sagen, dieser zweite Lockdown ist tatsächlich etwas, man wusste, dass es kommt, ist scheiße, ja. Ist aber so, wir machen das jetzt mit, wir sind darauf vorbereitet und wir kommen damit klar. Ich muss auch sagen, der erste Lockdown hat mir persönlich, ich bin sowieso so ein richtiger Stubenhocker, ich gehe auf keine Partys, mich hat das nie gestört, dass da keine Partys mehr sind. Das war für mich nur eher so, gut, ich muss mir keine Ausrede mehr suchen, warum ich nicht mit feiern gehe. Aber es hat dann doch sehr aufs Gemüt geschlagen, vor allem, weil ich meinem damaligen Nebenjob nicht mehr nachgehen konnte, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das hat tatsächlich, außerdem komme ich halt aus Luxemburg und damals waren die Grenzen halt zu Luxemburg gesperrt. Das heißt, ich konnte tatsächlich nicht mal wirklich, oder ich hätte bestimmt schon, aber wir haben es auch einfach nicht gemacht. Wir sind dann nicht nach Luxemburg gefahren. Wir haben unsere Familie über einen Monat lang nicht gesehen in dem Moment. Und das hat sehr aufs Gemüt geschlagen. Das ist auch etwas, was ich einfach jetzt nur immer hoffe, dass die Grenzen nicht wieder zugehen. Ich kann es mir auch fast nicht vorstellen. Aber es ist wirklich etwas, worauf ich hoffe, weil so kann man wenigstens die Familie mal noch besuchen oder wenigstens dann halt unser bester Freund, dass der mal auf Besuch kommt. Das ist halt etwas, was in dem Moment halt immer noch geht und auf das man sich halt freuen kann. Und von daher, wir sind einfach viel besser darauf vorbereitet. Das war wie damals, als ich mir das Bein gebrochen habe, war das erste Mal im Krankenhaus, war ganz, ganz schlimm. Und als ich nochmal operiert werden musste, deshalb war ich darauf vorbereitet und ich habe mich schon fast darauf gefreut. Gut, ich freue mich jetzt nicht auf den Lockdown, aber es ist einfach, man geht mit einem ganz anderen Mindset in das Ganze rein. Das stimmt. Das macht das alles einfach ein gutes Stück leichter. Deswegen, und ja, es ist jetzt, glaube ich, auch einfach so, gerade jetzt, wo halt die, auch wenn es klischeehaft ist, die Weihnachtszeit kommt, egal ob ihr da draußen jetzt Weihnachten feiert oder nicht, aber es ist einfach nochmal so eine Zeit, wo irgendwie einfach so diese Rückbesinnung auf die guten Sachen irgendwie sich schon fast aufdrängt, also aber auf eine positive Art und Weise, denn Gott, man könnte, und wir reden ja jetzt ganz bewusst nicht über einzelne Sachen dieses Jahr, aber man könnte, glaube ich, so zynisch werden und so verbittert einfach, wenn man auf das Jahr zurückschaut. Und nee, weißt du, ich bin gerne mal sauer und ich finde, dass man auf viele Sachen auch sehr berechtigt sauer sein kann. Aber irgendwo muss man dann halt auch mal, wie sagt man es ja am besten, auf sich selbst achten und auf die eigene, weißt du, man kann das ja auch so positiv wie möglich ausklingen lassen. Das stimmt, genau. Man muss es ja nicht erzwingen. Das stimmt. Oder man kann ja zumindest so den einfach mal probieren, das Positive ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, dann reden wir doch mal über die Zukunft, Lukas. Auf was freust du dich denn jetzt so in nächster Zeit oder im nächsten Jahr? Hast du denn da schon ein Oh paar Gott. Dinge, auf die du freudig hinblickst? Oh, das ist tatsächlich schwierig. Also sagen wir es mal so, es gibt so ein paar Sachen. Jetzt so in der direkt nächsten Zeit ist natürlich erstmal, ich fahre morgen in die Heimat, sehe meine Familie mal nach längerer Zeit wieder. Sehe auch, also wir werden sowieso nichts groß machen mit irgendwie großen Familienzusammenkünften, ist ja auch absolut, wäre ja auch absolut vermessen in der momentanen Zeit, aber gerade so mal die Kernfamilie wiederzusehen, das wird echt schön. Dann zwischen den Jahren habe ich mir so zwei, drei kleine Sachen überlegt, halt, wie man halt so ein bisschen was mit Bekannten machen kann, um da halt in Kontakt zu bleiben. Und im nächsten Jahr habe ich eigentlich vor allem so ein großes Ding, weil ich jetzt nach langer, langer Zeit endlich mal fertig sein will mit Uni. Deswegen arbeite ich jetzt gerade schon oder im Prinzip schon den ganzen Winter und dann jetzt wahrscheinlich auch das nächste Frühjahr werde ich auf meinen Bachelor hinarbeiten, dass ich hier mal irgendwie mal ein produktiver Teil der Gesellschaft werde, zumindest, oder zumindest ein Teil der arbeitenden Gesellschaft werde oder der vernünftig arbeitenden Gesellschaft und nicht nur im Nebenjob. Und ja, dann gibt es halt viele kleine Sachen halt. So sehr ich es auch vermissen werde, freue ich mich aber, also sehr ich Trier vermissen werde, freue ich mich aber auch darüber, einfach dann irgendwo mal neu anzufangen, neue Sachen zu erleben, einfach mal, keine Ahnung, so ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wird natürlich nochmal sehr interessant, wie das dann am Ende auch, also wer weiß, was in einem halben Jahr ist, wie die Welt in einem halben Jahr aussieht, aber dieser Grundgedanke, okay. Schlagen wir mal ein neues Kapitel auf und nochmal ein bisschen sich selbst neu finden und ja, so ein paar Schritte irgendwo mehr zu, keine Ahnung, mehr einen Punkt zu machen, wo man einfach so weiß, okay, hier bin ich angekommen. Ja. Denn für mich ist halt, das hat das ja auch irgendwie nochmal so gezeigt, dieses. Okay, hier in Trier, ich habe hier zwar mein soziales Leben und die Uni und auch meinen Job, den ich so gut wie nicht, ich glaube, ich habe dieses Jahr in meinem Job keine 5 Monate am Stück gearbeitet oder maximal 5 Monate. Und keine Ahnung, irgendwann will man noch mal ankommen, zumindest mal so Stimmt. vom Gefühl. Das stimmt auf jeden Fall. Da kann ich dich gut verstehen. Ja, ich werde auf jeden Fall auch positiv auf das Ende meines Bachelors hinblicken und hoffentlich auch hinarbeiten. Auch ich will nächstes Jahr meine Bachelorarbeit schreiben. Aber wahrscheinlich wird Tri mich nicht ganz so schnell los. Ich werde wahrscheinlich doch noch einen Master hier machen. Also auch mich werdet ihr noch nicht so schnell los sein, ihr lieben Zuschauer. Ach ja. Ja, was gibt es nächstes Jahr zum Beispiel noch? Ich werde nächstes Jahr heiraten. Du weißt das ja schon. Aber das ist auf jeden Fall auch etwas, worauf ich mich sehr freue. Es wird natürlich alles sehr klein gehalten, weil wir auch noch keine Ahnung haben, wie es bis dahin Ja. aussieht. Aber da wir das sowieso erstmal in einem sehr kleinen Rahmen machen wollten und dann später vielleicht irgendwann nochmal im großen Rahmen wiederholen, ist das gar nicht so schlimm. Das passt. Dann ist auch niemand böse, dass wir ihn diesmal noch nicht eingeladen haben, sondern erst für nächstes Mal. Das ist alles schön und gut so. Ja, aber wie gesagt, ich freue mich halt einfach drauf. Es ist halt auch ein nächster Schritt wieder im Leben. Und ja, schlussendlich ist es eigentlich nur etwas auf Papier, da ich ja sowieso schon mit ihm zusammenlebe und wir da sowieso schon wie ein altes Ehepaar ein bisschen sind, nur dass es nicht offiziell ist. Aber es ist halt einfach auch nochmal ein Grund, dann mit diesen paar Freunden, die dann kommen, ein bisschen zu feiern und ein bisschen, ja, eine schöne Zeit zu haben. Und darauf freue ich mich halt einfach, diese Leute alle bei mir zu haben und ja, einen schönen Tag mit denen zu machen. Weil klar, wir sagen alle, 2020 geht endlich vorbei. Ja, ist auch so. Aber 2021 geht bis jetzt erstmal so weiter. Von daher, Ja.
Es ist einfach für mich etwas, worauf ich sehr positiv hinblicke und worauf ich mich sehr, sehr freue. Zu 100% berechtigt. Wäre auch blöd, wenn es nicht so wäre. Ja. Dann müsste ich mir echt Fragen stellen. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber ja, es ist halt tatsächlich etwas ja, sehr Positives. Und sowas braucht das ja halt auch. Ja, deswegen so trotz allem, was in der Welt passiert, so die kleinen Oasen, wo man mal sich einfach nur auf das Schöne rückbesinnen kann, sich freuen kann und zurücklehnen kann. Das ist verdammt ganz wertvoll. Genau. Ganz genau, ganz genau. Aber wir machen ja jetzt gerade schon Pläne fürs nächste Jahr. Wie sieht es denn bei dir so aus jetzt erstmal mit der ganz nahen Zukunft? Hast du irgendwie große Pläne für Weihnachten, große Pläne für die Feiertage und für den Jahreswechsel? Bei mir herrscht momentan totaler Stress deswegen. ich meine, wie gesagt, nicht nur ich habe Familie, mein Freund auch noch Familie. Das kommt zuerst mal dabei, also das ist der erste Punkt. Dann sind meine Eltern auch noch getrennt, das heißt zweimal Stress. Ja, also das ist tatsächlich so, an dem einen Tag bin ich bei meiner Familie, wo mein Bruder leider halt auch, mein Bruder und seine Frau kommen da leider nicht, weil die das Risiko in dem Moment nicht unbedingt eingehen wollen und wir sowieso, wie ich nach Luxemburg fahre, da dürfen momentan zwei Leute auf Besuch kommen. Deshalb gehe ich auch alleine zu meiner Familie und mein Freund geht alleine zu seiner Familie. Was ist natürlich alles ein bisschen ja, anders macht als sonst, sag ich jetzt mal. Aber wie gesagt, man weiß es und man wusste es schon länger, dass es nicht wie immer wirkt. Und deshalb ist man darauf eingestellt. Und ja, mein Papa kommt tatsächlich dieses Jahr zu mir. Wir werden heute dieses Jahr erstmals Weihnachten auch bei uns aus ja, machen. Ja. Und hat halt den Grund auch, dass das mit der Zwei-Personen-Regel in Luxemburg das alles ein bisschen schwieriger machen würde, weil sonst entweder meine Schwester oder mein Freund nicht mitfeiern könnten an Weihnachten. Deshalb kommen die dann halt zu uns. Die sind halt auch nicht viel, es sind drei Leute. Und das ist ja noch alles in den Regeln, von daher. Aber ja, wir mussten alles ein bisschen umdenken, alles ein bisschen umstrukturieren. Ich sehe meine Stiefschwestern dieses Jahr nicht, ich sehe dann meinen Bruder dieses Jahr nicht. Meinen Opa sehe ich, Gott sei Dank, und da freue ich mich sehr. Der wohnt nämlich ein gutes Stück weit von uns weg. Und ja, es ist alles ein bisschen stressiger dieses Jahr dadurch, aber anders und bestimmt auch eine schöne Erfahrung, mal so, ja, anders zu machen als sonst. Es ist halt noch mal bewusster und noch mal, keine Ahnung, man ist, zumindest ist es bei mir so und ich glaube, das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus, man ist halt noch mal so ein bisschen dankbarer eben dann, wenn man die Möglichkeit hat, die entsprechenden Leute zu sehen. Genau, weil, genau. Ja, es halt nicht selbstverständlich ist. Das stimmt auf jeden Fall. Und du hast ja schon gesagt, du fährst morgen zu deiner Familie. Morgen mit allem, mit Koffer und Geschenken bepackt im Zug. Ich freue mich drauf. Und dann, ja, bin ich mal zumindest über die direkten Weihnachtsfeiertage und dann denke ich mal, komme ich dann wahrscheinlich noch vorm Jahreswechsel wieder zurück, weil, ja, dann will ich auch mal gucken, dass ich beim Jahreswechsel hier irgendwie was so ein bisschen mit den Leuten mache. Ich habe witzigerweise auch so ein bisschen was geguckt, okay, wer sitzt jetzt auch so ein bisschen alleine zu Hause zwischen den Jahren, dass ich da mal vorbeischaue, dass man halt so ein bisschen sich gegenseitig unterstützen kann. Und ja, also halt immer mal so ein bisschen was in die Richtung machen. Und dann im neuen Jahr geht es ja auch, glaube ich, schon relativ schnell wieder los mit dem normalen Semester, mit der Uni, auch wenn es bei mir halt momentan fast nur Bachelorarbeit ist, aber ja, große Feiern, darum geht es ja momentan gar nicht, sondern eher so diese stillen kleinen Momente, die man dann mit den wenigen Leuten hat, wo man dann aber auch weiß, okay, wir haben echt Glück, dass die da sind und dass wir mit denen die Momente verbringen können. Ganz genau, ganz genau. Also ich glaube, das ist wirklich so
das, was man sich dieses Jahr sagen muss. Es ist anders, aber es kann genauso schön sein. Mhm. Und es ist einfach eine Sache, wie man sich das Ganze einfach, wie man, ja, wie die Einstellung dazu auch einfach ist. Man muss ja einfach vielleicht mal die Einstellung ändern, wenn man da zu viel Probleme sieht. Das klingt immer so blöd und ja, so abgedroschen, aber es ist halt, dieses Jahr muss man einfach mal umstrukturieren, das Denken umändern und einfach mal Alternativen suchen, umdenken, wie gesagt, und das Beste draus machen und dieses Beste auch einfach dann wertschätzen. Deswegen, also wenn uns dieses Jahr doch eins gezeigt hat, ist, dass die Welt verändert sich. Mhm. Und wir müssen uns anpassen. Ganz genau. Das ist wahrscheinlich die Lehre aus 2020. Ja, wir müssen dafür arbeiten, dass alles gut läuft und müssen für unsere Gemeinschaften, unsere soziale Bubble, wir müssen uns halt bemühen, denn die Welt an sich ist immer im Wandel begriffen und aufhalten werden wir es nicht können und was bleibt da anderes? Entweder kann man halt irgendwie, keine Ahnung, in ein Loch fallen und es geht und sich und daran verzweifeln, was ich hoffe, dass es euch allen da draußen gut geht und dass ihr alle wisst, dass auch wenn es mal düsterer ist, geht es halt immer weiter. Und das ist halt das Wichtige, dass auch trotz all den blöden Sachen, die irgendwie passieren, wir uns immer anpassen können, wir immer weitermachen können und wir fallen immer auf die Füße. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding. Und selbst wenn wir mal auf den Knien landen oder am Boden liegen, gibt es immer jemanden bei uns in unserem Leben, der uns da die Hand entgegenstrecken kann zum Aufrichten. Ganz genau, ganz genau. Ach ja. Oh Gott, das wird ja gerade so dramatisch. So. Ja, deshalb, ich wollte jetzt mal ein bisschen ein anderes Thema anschneiden. Genau, mach mal was anderes. Wie hast du dich denn so auf Weihnachten vorbereitet? Hast du denn irgendwie Plätzchen gebacken oder so? Nein. Oder irgendwas in die Richtung? Ich habe Geschenke gekauft. Dann warst du aber früh an, dann warst du aber nicht jemand von diesen ganz Späten, die noch bis letzte Woche gewartet haben, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Das Ding war, witzigerweise, dass ich das Geschenk für meine Eltern schon relativ früh geholt habe, weil ich da relativ schnell wusste, okay, das will ich holen. Allerdings hat sich dann das Geschenk für meine Schwester, das war so blöd, weil ich hatte da was richtig Schönes für sie und einfach durch den harten Lockdown jetzt und weil ich auch, glaube ich, zum ersten Mal in der Woche so im Stress war wegen Bachelor, dass ich halt nicht die ganze Zeit wie sonst die Corona-Updates und so verfolgt habe, hat mich das so ein bisschen überrascht, als ganz plötzlich dann der harte Lockdown da war. Und dann konnte ich halt das Geschenk, das ich halt nicht irgendwie bestellen konnte oder so, sondern weil das halt was war vor Ort, nicht mehr rechtzeitig holen. Und dann musste ich halt jetzt im Prinzip mein Geschenk. Und dann war ich dann wieder, ich war halt der eine, der schon im November das Geschenk für meine Eltern hatte und dann das Geschenk für meine Schwester musste ich dann jetzt nochmal kurzfristig improvisieren, aber ich glaube, da habe ich auch was ganz Schönes für sie. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, du warst etwas überrascht. Ich war tatsächlich durch meinen Job beim Radio bei der Pressekonferenz von Malu Dreyer dabei, wo sie angekündigt hat, dass sie, also dass es wahrscheinlich zu einem Lockdown kommt. Das war freitags, bevor dann samstags der Lockdown beschlossen wurde. So dass es bei mir tatsächlich gar nicht so überraschend war. Ich dann in dem Moment schon geplant habe, okay, was brauche ich jetzt noch unbedingt? Was musst du jetzt am Montag oder Dienstag jetzt noch einigermaßen holen, bevor es jetzt so schlimm war? Schlussendlich war es gar nicht mehr so viel. Ich war natürlich auch schon einigermaßen gut vorbereitet. Aber die Geschenke, die ich zuallererst gekauft habe, war das an mich selbst und das an meine Kopfhörer. Muss ich ganz ehrlich die zugeben. Die halt auch einfach fantastisch sind. Also. Die sind super, ne? Ich hätte sie jetzt auch angemacht, weil die können auch leuchten, aber das wäre mir jetzt zu viel Ablenkung gewesen während des Podcasts. aber da bin ich auf jeden Fall, da habe ich mir echt eine Freude mitgemacht. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich schon ziemlich früh wusste, was ich mir von meiner Familie wünschen würde. Und zwar habe ich mir eigentlich
von allem einfach ein bisschen Geld gewünscht, damit ich mir ein iPad zulegen konnte, damit ich ein bisschen digital zeichnen, also anfangen kann, digital zu zeichnen. Mein iPad habe ich jetzt mittlerweile schon seit 2, 3 Wochen. Jetzt warte ich allerdings noch auf meinen Apple Pen, der noch kommen sollte, und der kommt jetzt natürlich viel zu spät. Der sollte eigentlich auch mit unter dem Weihnachtsbaum liegen. Macht er jetzt nicht, aber ist halt so, das ist halt so mit den Liefer Zeiten momentan. Aber egal, es hat auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall reichlich beschenkt dieses Jahr, oder ich wurde reichlich beschenkt schon dieses Jahr von mir selbst und von meiner Familie. Alles ein bisschen im Voraus. Aber ich bin sowieso auch so jemand, der sehr, sehr gerne schenkt. Und ich freue mich immer, mir ein bisschen Gedanken zu machen, was schenke ich jetzt wem? Mittlerweile wird es immer schwieriger, weil man halt sich jedes Jahr was Neues überlegen muss, wie das halt so ist. Aber trotzdem freue ich mich immer, wenn ich dann was finde, wo ich mir wirklich denke, wow, damit kann ich den Leuten eine Freude machen. Jetzt, dazu habe ich eine Frage. Ja. Denn das interessiert mich jetzt gerade. Habt ihr das bei dir in der Familie auch so, dass ihr jeder dann so einen Wunschzettel macht? So dieses, okay, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Oder macht ihr das wirklich so, okay, ich überlege mir jetzt von im Prinzip in Anführungszeichen null irgendwas als Geschenk? Also tatsächlich ein bisschen von beidem. Mittlerweile haben wir halt angefangen, da man immer wieder so planlos ist, dann sich wenigstens ein bisschen zu überlegen, okay, das würde mir eine Freude machen. Letztes Jahr habe ich tatsächlich eine Wunschliste gemacht. Und ich habe mir so diese Sachen, die ich mir am meisten wünsche, so unterstrichen. Schlussendlich habe ich von den Sachen, die ich mir am meisten gewünscht habe, gar nichts bekommen. und es ist danach so ausgegangen, dass ich von meinem Bruder ein Fondue-Set und von meiner Mama eine Friteuse bekommen habe. Und von meinem Papa habe ich ein Fondue-Set und eine Friteuse bekommen. Okay. Also, sodass das dann teilweise wieder zurückgegangen ist, ich mir dann anstatt einen Mixer rausgesucht habe, weil es einfach so blöd war und gedacht habe, okay, die kaufen zufälligerweise nicht das Gleiche, und doch, die haben genau das Gleiche gekauft, sodass ich mir das dieses Jahr ein bisschen anders überlegt habe und halt gesagt habe, okay, ich habe halt was Größeres, was ich mir wünsche. In dem Moment wünsche ich mir einfach ein bisschen Geld, damit ich nicht alles selbst bezahlen muss, und das hat auch sehr gut geklappt. Meine Schwester hat aber tatsächlich dieses Jahr eine PowerPoint gemacht mit all den Sachen, die sie sich wünscht. Eine PowerPoint? Die hat eine PowerPoint-Präsentation gemacht, und ich finde das so geil, die Idee. Mein Freund sagt, das ist absolut arrogant, eine PowerPoint zu machen mit den Wünschen, die man sich wünscht. Es hat schon fast wieder Stil. Ne, fand ich auch. Hat irgendwie was, und ich fand es eigentlich ganz cool, sodass meine Schwester so ziemlich auch fast alles, glaube ich, kriegt, was sie sich da gewünscht hat. Das waren jetzt auch nie keine großen fancy Sachen oder so. Die hat sich halt dann Hausschuhe und Handschuhe gewünscht oder so. Und das macht ihr halt eine Freude. Und in dem Moment bin ich halt froh, wenn ich genau weiß, okay, das wünscht sie sich, und damit mache ich ihr eine Freude. Weil sonst wäre es wahrscheinlich einfach irgendwie Amazon-Gutschein geworden oder sowas. Und dann habe ich aber lieber... Ich habe was, wo ich wirklich weiß, okay, das wünscht sie sich, als irgendwie einen Gutschein zu verschenken. Ja, nee, das ist halt auch, also ich finde, Gutscheine sind legitime Geschenke meiner Meinung nach, aber natürlich ist es immer schöner, wenn man irgendwie was hat, wo man sich dann einfach so denkt, okay, ja, du hast dir was gewünscht, oder ich habe irgendwie was erraten, was du unbedingt haben wolltest, und ich kann dir dieses Objekt dann auch direkt geben und nicht nur dieses, okay, ich gebe dir die Möglichkeit, dir das selbst zu kaufen. Genau, genau. Ist natürlich nicht immer möglich, und manche Leute, also ich kenne auch Leute, die das gar nicht mögen, die wünschen sich dann lieber, schenk mir einfach Gutscheine, ich weiß gerade sowieso nicht, was ich selbst will, und ich mache das dann. Absolut. Aber, ja. Ich meine, das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe auch, wenn ich nicht wirklich weiß, was ich haben will, hätte ich auch lieber einen Gutschein, weil da habe ich meistens dann 3 Jahre Zeit, mir zu überlegen, was ich von da will. Das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn wir gerade so an Weihnachten, über Weihnachten reden, Lara, habt ihr Weihnachtstradition? Oh, Weihnachtstradition ist sehr schwer zu sagen. Wir haben auf jeden Fall, sagen wir mal so, Weihnachten sieht auf jeden Fall bei meiner Mama zu Hause
immer ziemlich gleich aus. So im Nachmittag irgendwann tauchen die alle auf. Und dann wird erstmal, also legt jeder seine Geschenke unter den Baum und dann wird erstmal gegessen. Und meine Schwester und ich schauen die ganze Zeit so rüber, weil wir gerne Geschenke aufmachen wollen, aber zuerst noch essen müssen. Und ja, so sage ich mal so, traditionell ist bei uns eher, dass die Bescherung erst nach dem Essen kommt. Aber ob man das wirklich eine Tradition nennen kann, ist ein bisschen schwierig. Ich denke, dass es da einige gibt, die das so machen. So eine richtige Tradition gibt es, glaube ich, nicht mehr. Vor allem nicht mehr, seitdem ich ja hier in Trier wohne. Früher gab es dann halt dieses Jahr gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken oder im großen Ganzen zusammen für Weihnachten ein bisschen zu schmücken. Das gibt es halt mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile habe ich man sieht ja noch so die Spitze, meinen eigenen Baum hier zu Hause aufgestellt, den ich dann geschmückt habe. Aber ja, wie gesagt, so eine richtige Tradition gibt es nicht. Sonst wurde auch mal gebacken, also hatten wir zusammen gebacken oder so. Aber ja, seitdem ich nicht mehr da wohne, ist das natürlich alles etwas weniger geworden. Jetzt backe ich halt hier zu Hause, dann zur Freude meines Freundes. Der freut sich dann immer, wenn ich backe. Und der wird dann immer ziemlich stinkig, wenn ich irgendjemandem mit Kekse abgeben will, weil das ja alles seine sind. Aha. Aber das ist auch, keine Ahnung, wenn er sie isst, muss ich sie nicht essen. Weil ich backe gerne, esse sie aber meistens gar nicht so gerne, die ganzen Dinger. Und ja, da bin ich ein bisschen anders als die anderen. Die anderen essen lieber und backen nicht. Bei mir ist es eher umgekehrt. Aber ja, es ist einfach so dieses Feeling an Weihnachten, was das alles ein bisschen besonders macht. Auch einfach meine Großeltern kommen normal, also sind immer runtergekommen, mittlerweile halt nur noch mein Opa. Aber auch da, wie gesagt, der kommt halt aus Sachsen, das sind über 600 Kilometer von mir weg. Und da freut man sich immer, wenn man die mal wiedersehen kann. Ja, na klar. Ja, das ist, ja, gerade dieses Familienzusammenführung, das Familie, das ist, glaube ich, ja auch das, was so ein bisschen Weihnachten, also zumindest bei mir so ein bisschen das Besondere gibt. Weil ist ja jetzt auch so, meine Schwester studiert, meine Eltern wohnen natürlich noch da, wo wir aufgewachsen sind, aber so dieses alles, dass alle mal zusammenkommen, das ist halt an Geburtstagen vielleicht dann entsprechend noch, dieses Jahr aber auch dann natürlich weniger. Und ansonsten dann, ja, Weihnachten halt. Und deswegen freue ich mich halt auch super darauf. Ja, das stimmt. Meine Schwester hat auch dieses Jahr angefangen mit Studieren. Die studiert jetzt in Wien. Das heißt, die ist auch nochmal ein gutes Stück weiter weg als ich. Und das ist dann halt auch immer schön, wenn dann, also da bin ich einfach froh, dass meine Schwester auch da sein kann. Dass sie halt auch mit dabei ist. Und dass wir uns da halt dann wenigstens an Weihnachten so alle, mein Opa aus Sachsen, meine Schwester aus Wien und ich hier aus dem naheliegenden Trier uns einfach zusammenfinden dann bei meiner Mama zu Hause und ja, jedes Jahr halt zusammen feiern. Zu 100%, also da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde es halt, um vielleicht gerade nochmal den Gedanken mit den Traditionen aufzugreifen, ich fand das immer ganz interessant, weil ich dann auch von anderen Leuten immer sowas mitbekommen habe mit, wie, ja, wir essen jeden Abend und dann singen wir zusammen Weihnachtslieder oder wir machen dann immer dieselbe Weihnachtsmusik an oder es gibt immer dasselbe zu essen. Halt, das fand ich immer ganz interessant, weil das bei mir halt auch eher weniger so der Fall ist. Also bei uns war noch fast immer so, gerade als wir noch kleiner waren, war das halt dann wirklich so, dass mein Vater sich dann immer irgendwann dann so im Wohnzimmer zurückgezogen hat, die Tür zugemacht und hat dann da alleine den Baum geschmückt und alles. Oder als dann später gab es auch mal so eine Zeit, wo wir halt ein paar Dörfer weiter dann Pfarrerin hatten, wo meine Mutter dann immer ganz gerne in den Weihnachtsgottesdienst gegangen ist, auch wenn meine Familie halt echt keine religiöse Familie ist und ich auch auf jeden Fall mit Religion nichts am Hut habe, aber es war halt einfach so eine schöne Tradition und da kann man das auch gerne mitmachen. Ja, als Kind haben wir das natürlich auch, also bin ich auch mit meinem Papa so in die Weihnachtsmesse gegangen. Das war auch immer, war auch was Besonderes, muss ich sagen. Ja.
Also ich bin auch sowas von nicht religiös, das will ich auch nochmal klarstellen. Aber das war halt dann sowas, das ist halt so einmal im Jahr so die Ausnahme gewesen. Und das war ja dann auch normalerweise kein richtiger, Ja. normaler Gottesdienst. Das war ja immer ein bisschen, ja, noch was anderes in dem Moment. Und ja, dann denke ich auf jeden Fall auch immer wieder gerne zurück, dass einfach, ja, das dann auch damals war. Deswegen, es war halt mehr so ein, auch wieder dieses Zusammenkommen und irgendwie zusammen dieses Erlebnis haben. Und ja, Das stimmt. vielleicht, weil ich sehe, dass sich unsere Zeit langsam so dem Ende zuneigt, so ein bisschen. Vielleicht als letztes Thema, was hältst du denn von so, ja, oh Gott, ich hänge gerade tatsächlich an dem Wort dran. Was hältst du denn von, du nimmst dir etwas vor fürs neue Jahr, wie heißt das? Vorsätze, Ah, gute Vorsätze. Vorsätze. Vorsätze fürs neue Jahr. ja. Ich mache mir eigentlich jetzt tatsächlich nie wirklich Vorsätze fürs neue Jahr, muss ich sagen, weil ich genau weiß, ich Okay. halte sie eh nicht zu 100% ein. Wir haben letztes Jahr aufgehört mit Rauchen, also mit Zigarettenrauchen. Ja. Wir sind auf die E-Zigarette umgestiegen und deshalb sage ich Zigarettenrauchen, weil wir halt auch eigentlich immer noch über E-Zigarette rauchen. Und es hat fast ein Jahr super gut geklappt. Also habe ich diese blöden Glimmstängel so gut wie nicht angefasst. Und dann fange ich beim City Radio Trier an und dann fange ich wieder an zu rauchen. Nicht wie ein Schlund, aber trotzdem habe ich wieder damit angefangen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir vorgenommen habe, dass sobald mein Praktikum, also dieses Vollzeitpraktikum vorbei ist, ich habe ja gesagt, ich würde es vielleicht verlängern, ich würde halt gerne wenigstens vielleicht 2 Tage in der Woche noch als Praktikant dort weiterarbeiten, aber das ist eine Überlegung gewesen, ist noch alles nicht fest. Aber dass ich spätestens dann mich wieder auf die E-Zigarette umswitche, weil mich das ziemlich nervt, diese Zigaretten, es stinkt, es schmeckt ekelhaft, es ist nur nervig und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir dieses Jahr vornehmen werde fürs nächste Jahr. Und ja, diese blöden Kilos, die ich dieses Jahr wieder dazu bekommen habe. Also nicht alle, nicht, es müssen echt nicht alle weg, aber wenigstens so viele, dass ich in mein Kleid für meine Hochzeit passe. Das habe ich mir nämlich so wirklich so einen halben Zentimeter zu eng gekauft. Wahrscheinlich auch, weil die Größe größer wäre wahrscheinlich zu groß gewesen. Aber ja, einfach auch als Motivation, mich da ein bisschen reinzuhängen, vielleicht ein bisschen mehr Sport zu machen und nicht mehr so viel Schoki zu essen. Und ja, das sind, sage ich mal, so meine Vorsätze. Wie gut das alles klappen wird, kann ich dir erst sagen, wenn das Jahr vorbei ist, nächstes Jahr. weil, wie gesagt, meine Vorsätze dann doch, ich glaube, ich habe noch nie geschafft, wirklich so einen Vorsatz komplett durchzuziehen. Habe die jetzt deshalb auch irgendwann komplett aufgehört. Aber es sind wenigstens gute Prämissen, sage ich jetzt mal, ja, gute Überlegungen, die ich habe. Aber ist doch auch nichts. Es ist auf jeden Fall alles vernünftig. Also, wenn ich mir jetzt überlege, dass bei mir eher so, ich will mir mal so selbst so ein bisschen die Challenge stellen, jede Woche ein Buch zu lesen. Nicht schlecht. Ja, weil ich einfach merke, ich merke halt, wie viel, also ich lese halt allgemein super viel, aber halt fast nur noch für die Uni. Ja. Und ich will wieder mehr Sachen nur für mich lesen, um irgendwie mal. Ich habe hier einen riesen Stapel an Büchern, die ich total cool finde, aber die ich mal abarbeiten muss. Und da will ich mich mal dran setzen. Und ich will auch wieder ein bisschen mehr kreativ, ein bisschen mehr fotografieren. Das habe ich Ja. dieses Jahr ganz arg schleifen lassen, worüber ich mich echt ärgere. Und Ja, tatsächlich will ich auch wieder, ich habe mir ja das iPad gewünscht, damit ich mal wieder ein bisschen, ich habe ja immer von der Schule her, also in Luxemburg, Lycée heißt das, also Gymnasium, da hatte Ja. ich eine Kunstrichtung gemacht die letzten 3 Jahre. Aber seit ich an der Uni bin, habe ich so gut wie gar nicht mehr gezeichnet. Also das war nur noch ganz, ganz selten, dass ich da mal gezeichnet habe. Und ja, aus diesem Grund habe ich mir natürlich auch vorgenommen, dann sobald Pen und so weiter alles da sind, wirklich jeden Abend oder jeden zweiten Abend einfach vor dem Fernseher mich hinzusetzen und wenn es nur ein Blümchen ist oder so, aber einfach Ja. mal wieder ein bisschen zu zeichnen, da einfach auch um meine Skills zu verbessern und weil ich es einfach schön finde, wenn man künstlerisch ein bisschen was machen kann.
Und deshalb kann ich den Gedankengang da ganz gut verstehen bei dir. Ja. Und ich glaube, ich will nächstes Jahr mal ein bisschen meine ganzen Pen-and-Paper-Gruppen ein bisschen besser organisieren. Einfach mal alles mal so ein bisschen so zu gucken, okay, die eine Gruppe, wo die Leute dann nur alle 3, 4 Monate mal spielen, wie ist denn da die Motivation? Und wenn da Leute sind, die mehr Motivation haben, die vielleicht in eine andere Gruppe mitnehmen, wo mehr Interesse da ist, all sowas. Ja. Und ja, muss ich mal Ja, das schauen. wollte ich. Ich wollte auch mal endlich wieder dieses. Also im letzten Jahr hat tatsächlich mein Freund die meisten Pen and Paper Runden geleitet. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Plan fürs nächste Jahr, dass ich mal wieder mehr Runden leite. Da hat bis Okay. jetzt immer so die Zeit gefehlt, mich hinzusetzen und wirklich ein paar Stories zu schreiben. Ja. Aber das ist auf jeden Fall, steht auch auf dem Plan. Gut, wie gesagt, ich muss Bachelorarbeit schreiben, aber da ich meine Das auch. Bachelorarbeit am besten, also am liebsten über Pen and Paper schreibe, wird es das bestimmt irgendwie kombinieren lassen, das Ganze. Weißt du, im besten Fall kriegst du es ja irgendwie so hin, dass du dann halt sowas wie Pen and Paper oder Malen, also das sollte dann ja im besten Fall der Ausgleich werden zum Stress der Genau. Bachelorarbeit, weil, Genau. also ich sage das aus eigener Erfahrung, wenn du dann irgendwann echt so dieses Ding reinkommst, wo du die ganze Zeit am Arbeiten bist, aber weil du dir keine Pause gönnst, da dich total fertig machst, aber gleichzeitig immer ein schlechtes Gewissen hast, wenn du dir irgendwie eine Pause gönnen willst, das ist keine gute Arbeitsgrundlage. Das stimmt. Im besten Fall kriegt man es halt echt irgendwie hin, dass man sagt, okay, ich arbeite von dann bis dann irgendwie einigermaßen produktiv und der Rest des Tages, da mache ich dann einfach damit, was ich will. Ja, das braucht man auch, glaube ich, in so Momenten. Man braucht Ja. einfach, ja, ein bisschen Struktur, dass man sich sagt, okay, ich mache jeden Tag ein bisschen, weil ich bin so jemand, wenn ich dann wieder einen Tag nichts gearbeitet habe, dann denke ich den ganzen Abend, oh, du hast heute nichts gemacht, oh, du musst noch so viel machen und das schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf rum und deshalb ist Ja. es halt gut, irgendwie etwas zu haben. Erstmal, worauf man sich freut abends dann einfach und zweitens halt dann so ein bisschen, ja, eine Struktur da reinzukriegen, zu sagen, okay, ich arbeite ein paar Stunden und danach habe ich das für heute gemacht und dann kannst du abschalten. Dann musst du nicht mehr dran denken bis zum nächsten Tag oder bis in 2 Tagen oder so dann in dem Ja. Moment. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Und das Ja, ist, denke glaube ich, ich auch. etwas, das ist halt etwas, was ich denke, was bei sehr, sehr vielen Leuten dieses Jahr ein bisschen verloren ging, diese Struktur. Weil man vor allem als Student, der dann vielleicht auch noch nebenbei arbeitet und das dann vom Homeoffice aus machen muss, da gibt es dann so gar keine, wie soll ich sagen, Differenz mehr zwischen Arbeit, Uni und ja, Zeit zu Hause zum Abschalten oder so oder Hobbys Ja, teilweise. du hast ja Und gar nicht mehr diese Trennung. nee, genau. Und ich denke, dass da sehr, sehr viele Leute sehr viel Stress auch hatten in dem Moment. Vor allem, weil auch durch diese also Seminare, Zoom-Seminare bei uns, also in unserem Fall ja meistens, ja. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass Dozenten oft glauben, dadurch, dass man nur zu Hause sitzt, hätte man noch viel, viel mehr Zeit. Aber das ist nicht der Fall. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich jedes Semester immer nur 1 bis 2 Seminare hatte, weil ich eigentlich jetzt nur noch so die letzten Seminare aufhole, die mir noch fehlen. Ja. Und ich deshalb tatsächlich nie sehr, sehr viel von der Uni her zu tun hatte. Aber ich kenne Leute, die dann 3 Seminare hatten, was ja echt nicht viel ist in der Woche, aber die so am Rad gedreht sind, weil sie so viel zu tun hatten und so viele auch, also so viel machen mussten. Und das hat also ein bisschen der Nachteil an diesem Homeschooling, weil eigentlich finde ich die Idee dahinter sehr cool. Ich finde es gut, dass wir endlich auch mehr einen Schritt in diese Richtung gehen, weil wir mittlerweile in einer Welt leben, wo man nicht unbedingt in einem Klassensaal sitzen muss. Ja. Aber dass das alles da noch ein bisschen das Mindset ändern muss, auch bei Dozenten und im großen Ganzen, wie man damit umgeht. Ja, aber damit schlagen wir ja schon fast so ein bisschen den Bogen wieder zurück, nämlich zu Genau. Chancen aus Hindernissen. Genau, Und genau. vielleicht ist das auch ein ganz guter Schlusspunkt. Denke ich auch. Nämlich, ja,
Der Kreis hat sich geschlossen. Ja, der Kreis hat sich geschlossen und für alle euch da draußen hoffen wir natürlich, oder wir hoffen mit euch wahrscheinlich, dass das nächste Jahr natürlich besser wird als dieses Jahr. Und sollte es das nicht werden, ist das nur nochmal ein noch größerer Anspruch, Ansporn für uns, halt kreative neue Wege zu finden an all den schlimmen Hindernissen vorbei. Ganz genau. Aber ja, wir hoffen, ihr habt heute noch einen wunderschönen Heiligabend. Ich hoffe, wir beide haben übermorgen einen schönen Heiligabend. Ich denke, das kriegen wir hin. Und wir alle zusammen haben ein paar wunderschöne Weihnachtsfeiertage und lassen das Jahr auf die positivstmögliche Weise jeder für sich oder wir alle zusammen ausklingen. Und ja, damit danke ich euch dafür, dass ihr noch ein letztes Mal für dieses Jahr in den Couch-Austausch eingeschaltet habt. Ich danke dir, Lara, für das schöne Jahresabschlussgespräch. Also besser kann man es nicht beschreiben, ne? Ja. Wir haben versucht, es so positiv wie möglich zu halten. Deswegen. Also ich fand, wir haben da einen ziemlich stabilen Job gemacht dieses Mal. Realistisch bis optimistisch. Und genau. Das ist doch ganz nett. Finde ich auch. Also es hat mir auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch macht es genauso. Hat es auch so viel Spaß gemacht, uns bei unserem Gelaber zuzuhören. Und natürlich wünsche auch ich euch sehr, sehr schöne Feiertage. Ich wünsche euch einen guten und gesunden Rutsch. Bleibt ihr auch über die Weihnachtsferien gesund und bleibt positiv. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich euch mit auf den Weg gebe. Bleibt positiv. Ich hoffe, wir haben es in einem Jahr geschafft. Genau. Und damit kann ich eigentlich nur sagen, auf euch, liebe Zuhörer, auf dich, Lara, auf uns im Campusradio und auf einen hoffentlich wunderschönen Start in 2021. Ganz genau. Cheers und macht's gut. Ciao. Tschüss.